Moin und herzlich willkommen. Ich bin dann Ove, das ist Mario hier vom Social Media Team bei Comdirect. Und in diesem Video zeigen wir euch einmal anhand eines simplen Beispiels, wie ihr bei uns eine Aktie kaufen könnt. Wir beginnen hier einmal in diesem Fall mit der Inlandsordermaske, der ganz klassische Weg. Genau, dafür wählt ihr hier im persönlichen Bereich Order und Inlandsorder. Hier seht ihr, das ist die Ordermaske. Hier könnt ihr die Handelsart auswählen, Kauf oder Verkauf. In unserem Beispiel wollen wir jetzt kaufen. Im nächsten Feld habt ihr die Möglichkeit, das Wertpapier einzugeben. Entweder, dass ihr nach dem Namen schaut oder ihr könnt die Wertpapierkennnummer eingeben, die ISIN. In unserem Beispiel haben wir jetzt die Wertpapierkennnummer. Gebe ich die mal ein. Und dann seht ihr auch sofort, dann sagt ihr hier Bezeichnung Deutz AG. Im nächsten Feld kann man dann die Stückzahl wählen. Wir nehmen jetzt mal 1 zum Beispiel. Das eine Stück nehmen wir hier natürlich jetzt nur zu Anschauungszwecken, um euch einmal die Funktionalität der Ordermaske einfach zu zeigen. In Realität ist es natürlich so, dass ihr eure Stückzahl mal dem aktuellen Kurs oder gegebenenfalls dem Limit, das ihr festgelegt habt, mal nehmt, um auf den Gesamtbetrag zu kommen, den ihr mindestens als verfügbares Kapital auf dem Verrechnungs- oder Girokonto haben müsst. Als nächstes kommt dann die Wahl des Handelsplatzes. Richtig. Also ihr seht jetzt hier, sind die verschiedenen Börsenplätze, die hier zur Wahl stehen. Es gibt hier unten auch noch die Möglichkeit, sich weitere Börsenplätze anzeigen zu lassen. Aber wir beschränken uns jetzt erstmal auf diese paar. Hier könnt ihr euch für einen Börsenplatz entscheiden. Die Wahl kann beeinflusst werden durch die gehandelten Stückzahlen. Das seht ihr in dieser Spalte. Oder durch den zuletzt gehandelten Kurs. Da seid ihr völlig frei. Wir nehmen jetzt in unserem Beispiel einmal Xetra. Dann haben wir hier unten die Order Details. Ausführung billigst bestens. Das bedeutet, wir kaufen zum nächsten verfügbaren Kurs. Uns ist dabei relativ egal, ob der höher ist als der jetzige oder niedriger. Wir möchten die Aktie einfach kaufen. Und Gültigkeit bedeutet in dem Fall hier tagesgültig. Das heißt, sollte der Handel nicht zustande kommen, weil ihr zum Beispiel ein zu hohes Limit eingegeben habt oder weil die Aktie gar nicht mehr gehandelt wird heute, dann würde das hier bedeuten, dass die Order zum Börsenschluss gestrichen wird. Ihr könnt sie morgen zum Beispiel neu aufgeben. Ja, damit haben wir alle notwendigen Daten erfasst. Wir gehen dann einmal noch weiter. Hier oben haben wir dann nochmal eine Zusammenfassung. Das ist jetzt hier der Kauf, Deutz AG, ein Stück an Xetra billigst tagesgültig. Hier sieht man dann auch den vorläufig ausmachenden Betrag, in dem Fall 5,09 Euro. Wie Jan Ove eben gesagt hat, ein Stück mal den aktuellen Kurs. Geben das Ganze jetzt einmal mit einer TAN frei. So. Und bekommen dann hier eine kurze Übersicht. Kaufauftrag angenommen, bedeutet, die Order wurde an der Börse platziert. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt auch schon, die Kauforder wurde ausgeführt. Ganz genau. Und darunter seht ihr jetzt auch zwei weitere Felder. Ihr habt dort die Möglichkeit, ein Stop-Loss-Limit einzugeben, sprich eure soeben gekaufte Position auch direkt abzusichern. Nehmen wir jetzt am Beispiel hier mal die 4, dass wir sagen, okay, wenn die Aktie jetzt auf 4 Euro fallen sollte, möchte ich an der Stelle meinen Verlust begrenzen und automatisch verkaufen. Eine Zeile weiter unten können wir natürlich auch ein normales Verkaufslimit festlegen, was eben über dem aktuellen Kurs liegt und uns sagen, okay, wenn die Aktie 6 Euro erreicht, möchten wir diesen Gewinn mitnehmen und ebenfalls automatisch verkaufen. Wenn wir hier noch eine Gültigkeit wählen, da ist es natürlich wieder je nachdem, wie es einem beliebt, können wir wieder auf Weiter klicken und landen dann in der weiteren Übersicht. Und haben hier jetzt eine Kombinationsorder One Cancels Other vor uns, sprich, welches Limit zuerst erreicht wird, entweder das Stop-Loss oder das normale Verkaufslimit. Die jeweilige Order wird dann ausgeführt und die andere verfällt. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, eure Orders im Orderbuch zu sehen. Das heißt, da geht man hier auf Order und Orderbuch. Hier sehen wir jetzt, das ist der letzte Kauf, den wir durchgeführt haben von der Deutz. Hier sehen wir auch den Ausführungskurs bei 5,17 Euro. Wir hatten ja vorhin 5,09 Euro. Das ist also ein bisschen höher als der Kurs davor. Da habt ihr dann nochmal eine Übersicht über diese ausgeführte Order. Oben dann auch noch über die Reiter. Da könnt ihr die offenen Orders sehen, beziehungsweise die gestrichenen Orders. Da ist dann alles nochmal übersichtlich zu sehen. Genau. Und jetzt zeigt doch bitte noch einmal kurz der Vollständigkeit halber die Depotübersicht.
damit wir da auch einmal die frisch gekaufte Position nachvollziehen können. Genau, dafür gehen wir hier auf Depot und Depotübersicht. Und dann sehen wir hier alle Werte, die wir bei uns im Depot haben. Und hier sehen wir jetzt, wir haben insgesamt schon 2 Deutz-Aktien. Der aktuelle Kurs ist hier zu sehen. Die Kursentwicklung sieht man hier auch. Und dann kann man hier auch direkt aus der Depotübersicht, wenn man möchte, nachkaufen über das V oder weitere nachkaufen über das K bzw. die Position verkaufen über das V. So, das war jetzt der klassische Orderweg. Bald kommen direkt über die Inlandsordermaske. Es gibt auch noch andere Optionen, eine Aktie zu kaufen. Wenn sie im Ausland gekauft werden soll, ist es natürlich dann eine Auslandsorder. Wir bieten nebenher auch noch das Live-Trading an, wo man eben außerbörslich handeln kann. Dazu an anderer Stelle mehr. Und bis hierhin war es das soweit. Hey, wir hoffen sehr, dass euch unser Video geholfen hat. Solltet ihr noch Fragen oder Kommentare haben, schreibt uns gerne hier unter das Video oder auf unseren anderen Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns da sehr auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.